Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal wieder einen Haul. Und zwar einen ganz bestimmten Haul. Denn ich war mal wieder bei Primark einkaufen. Was ist denn das hier? Und zwar war ich mal wieder bei Primark einkaufen und habe eine volle Tüte mitgenommen. Und ja, ich würde euch gerne die Sachen zeigen, weil ihr die Videos so gerne seht. Und da würde ich sagen, fangen wir auch sofort an. Fangen wir mit Kleinkram an. Und zwar habe ich mir da zuerst dieses coole Portemonnaie gekauft. Eigentlich ist es nicht so direkt ein Portemonnaie, sondern eher so eine Ausgehtasche. Aber es passt alles perfekt rein, weil ich es schon als Portemonnaie benutze und ich fand das so cool. Und das hat 6 Euro gekostet und musste einfach mit. Dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Und zwar ist das eine Mascara. Und zwar die PS Aqualash. Die ist wasserfest und hat halt ein sehr dünnes Bürstchen. Und ich habe sie auch schon benutzt und ich muss sagen, ich bin echt überrascht davon. Dafür, dass sie aus einem Billigladen ist, finde ich sie echt gut. Sie trennt die Wimpern sehr gut und sie gibt ihnen gut Schwung und sie sehen auf jeden Fall sehr schön aus danach. Und die hat 3 Euro gekostet und mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Dann habe ich mir noch neue Beauty Blender gekauft und zwar für 2 Euro 2 Stück. Ich finde die eigentlich immer ganz gut von Primark, weil die auch relativ weich sind und deswegen habe ich mir diese 2 hier mitgenommen und werde die jetzt auch demnächst mal benutzen. Dann habe ich mir noch einen Pinsel mitgenommen und zwar ist das ein Augenbrauenpinsel. Hier ist einmal so ein Bürstchen dabei oder beziehungsweise dran und ein Pinsel, womit man die halt gut ausfüllen kann. Ich brauchte einfach mal eine neue, ich brauchte einfach mal einen neuen Pinsel so rum und das hat 1,50 Euro gekostet und ich bin mal gespannt, wie es sein wird, weil ich es noch nicht ausgepackt habe und diese Primark-Tüte steht schon ewig jetzt in meinem Zimmer, aber ich hatte mal keine Zeit, ein Video zu drehen, deswegen, ja. Dann habe ich mir noch das hier gekauft und zwar ist das ein Lippenbalsam und zwar steht hier drauf Blueberry, ist sehr schön pink-lila und drin ist er auch lila, leider muss ich sagen, dass er echt krass künstlich riecht. Ich konnte im Laden nicht dran riechen, weil alle einfach so extrem eingeschweißt waren und ich keine Lust hatte, da alles auszupacken. Und es riecht zwar nach Blaubeere, aber richtig extrem künstlich und echt nicht gut. Deswegen mal schauen, was ich damit machen werde. Und der hat, glaube ich, auch 1,50 gekostet. Dann habe ich mir noch einen Beutel gekauft und den fand ich auch sehr, sehr, sehr cool. Und zwar ist das dieser hier. Hier steht halt drauf MTV, Music, Television und den habe ich auch schon benutzt, deswegen sind mir die Dinger, die Träger schon etwas gerissen, aber okay. Ja, auf jeden Fall ist das der hier, den fand ich sehr, sehr cool und der hat 4 Euro gekostet. Und dann habe ich mir das noch mitgenommen und zwar ist das auch von PS, ist ja diese Primark-Marke, Nail Polish Fast Dry Spray, also einfach ein Schnelltrockenspray für die Nägel, meins ist fast alle. Und da ich da halt gerade war und das gesehen habe, dachte ich mir, ich nehme das einfach mit. Ich werde mal sehen, wie das so sein wird. Es hat auch bloß 1 Euro gekostet, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Und jetzt kommen wir zu Klamotten. Ich habe halt diesmal echt nicht viel gekauft, muss ich sagen, ja. Und da habe ich mir zuerst einen Schlafanzug gekauft. Und zwar besteht der aus diesem T-Shirt hier. Ich finde die Farbe übrigens mega schön. Das T-Shirt ist einfach ganz schlicht. Und dieser Hose hier, die mal wieder sehr groß ist, aber sehr bequem. Und zwar sieht die so hier aus. Ich weiß nicht, ob man das Muster jetzt sehen kann, aber die sieht auf jeden Fall sehr cool aus und ich mag die Farbe sehr. Und das Set hat 7 Euro gekostet, ein Toppreis, deswegen habe ich es mitgenommen. Und wie gesagt, er ist wirklich sehr bequem. Dann habe ich mir einfach noch so einen Basic-Top gekauft in Dunkelgrau ist es ja, einfach zum drunterziehen. Das hat auch bloß 2,30 Euro gekostet und so einen Top braucht man immer, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt gekauft, was ich auch richtig, richtig cool finde. Und zwar ist das das hier. Hier steht halt drauf New Jersey Champions und ja, ich fand das ganz cool. Das sah auch sehr chillig aus und das hat 3 Euro gekostet, 3 Euro, hallo, das ist nix, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann habe ich mir noch einen coolen Pullover gekauft und ich habe eigentlich genug Pullover, aber ich konnte an dem nicht vorbeigehen, deswegen, ja, habe ich
mitgenommen. Und zwar ist das dieser hier in diesem dunkellila. Der ist gecroppt und hat hier oben, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt von Weitem sieht, der hat hier halt so Löcher drinne und hier an den Ärmeln auch, also und hier unten, überall hat er so ein paar Löcherchen drinne. Und ich fand den einfach mega cool, der sah auch richtig cool angezogen aus, deswegen musste ich den mitnehmen. Und der hat 11 Euro gekostet und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool und so eine Farbe habe ich auch noch nicht. Und dann habe ich mir noch 3 Hosen mitgenommen, weil ich dringend neue Hosen brauchte und ich habe auch welche gefunden. Und zwar ist das zuerst diese Hose hier, das ist einfach, das sind halt alles Röhrenjeans und aua, okay, gleich mal das Make-up mit dran geschmiert, aber gut, ja. Das ist eine etwas hellere Hose, weil ich dachte mir, ich habe immer nur so dunkle Hosen und eine helle wäre doch auch mal ganz cool. Und die saß perfekt, deswegen habe ich die mitgenommen und die hat 15 Euro gekostet. Dann habe ich mir eine Hose gekauft, die ich schon mal hatte und die sitzt halt so perfekt, deswegen musste ich sie mitnehmen. Und zwar ist das diese hier, das ist so eine Jeggings und die hat halt hier oben, wie gesagt, keinen Reißverschluss oder Knopf oder irgendwas, sitzt deswegen sehr, sehr gut. Und die hat 8 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre, hier war kein Preisschild mehr dran. Aber die hat, glaube ich, 8 Euro gekostet und habe ich mir nochmal mitgenommen. Und zum Schluss habe ich noch diese Hose hier, das ist wieder eine etwas dunklere. Das ist auch eine Skinny Jeans und ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr cool, saß perfekt. Und die hat, glaube ich, auch, ja, 15 Euro gekostet. Und ja, das waren auch schon alle Sachen von Primark. Es war wie gesagt diesmal nicht viel, aber ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.